Sobald du anfängst, dir dessen bewusst zu werden, dass du ja auch eine Marke bist, fängst du an, damit anders umzugehen, glaube ich. Sie sagte, ich bin ein Psychopath, weil ich stundenlang vor ihrer Tür rumsaß, gewartet hab, bis sie endlich aufmacht. Aber ich blieb seitdem nur ein Zaungast. Willkommen, liebe Leute. Wir sitzen auf dem Hotel Ambassador, hier auf der Terrasse oben. Wunderschön, schöner Blick, Zürich im Hintergrund. Ich sitze hier mit dem Trap-Chef Marvin Game. Ich bin gestern hier noch. Ich freue mich, dich hier zu haben. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja, es ist sehr schön hier, die Sonne scheint. Ich darf rauchen, ich darf Wasser trinken, mir geht's gut. Wo war die Clubshow letztes Jahr? Wie war die? War in so einem crazy Satanisten-Club, Mann. Da waren überall so Zeichen an der Wand. Ich weiß nicht, war eine sehr komische Atmosphäre da. Ich weiß nicht, was da sonst für Partys gefeiert werden. Passt ja eigentlich, du machst ab und zu auch so ein paar Zeichen in deinen Videos, nicht? Nee, aber diese Zeichen, Bro, dann wenn du ein bisschen nachforschst, die haben schon noch eine tiefere Bedeutung als einfach nur irgendein Satanismus oder sowas. Also ich mach nicht bewusst irgendwelche Zeichen, ich mach so immer. Das mache ich bewusst, das 21 für Moabit. Aber sonst mache ich, glaube ich, keine satanistischen Zeichen. Du hast vorhin ein bisschen angedeutet, dass du da eben Zeichenmensch bist eigentlich, magst du gerne so. Hast da die Symbolik, ach, da hat ja Bedeutung so eigentlich auch für dich. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ohne Grund so Symboliken mit Geschichte irgendwo an eine Wand malt, wenn er da nicht irgendwo drin auch verfangen ist. Das ist also, Satanismus ist ein ekliges Thema. Man ahnt gar nicht, wie viele Menschen so einem komischen Kult angehören. Aber egal, der Abend hat auf jeden Fall am Ende hatte nichts mit Satanisten zu tun oder so. Da waren meine Fans, da war eine geile Party. Da waren nicht viele Leute, aber alle Leute, die da waren, sind ausgerastet. Und dieses Jahr haben wir schon mal Minimum doppelt so viele Leute. Und wahrscheinlich sogar viermal so viele Leute. Also es hat sich gelohnt, wiederzukommen und in einem anderen Club diesmal zu spielen. Würdest du euch sagen, du bist schon ein Gotteskind, aber natürlich zu Gott gehört der Teufel auch dazu. Wenn man da im Song da, der Check, habe ich gehört da mit Esco. Also der Teufel ist ja nicht nur an jeder Ecke, er ist ja auch in dir. Also ich glaube, Gott und der Teufel sind beide in dir, gut und böse. Wie man das definieren möchte oder in welchem Glauben man das wiederfinden möchte, ist jedem für sich überlassen. Aber ich glaube, in jedem von uns steckt Gut und Böse. Das Böse versucht die ganze Zeit Überhand zu nehmen und das Gute sagt einfach nur, Bro, wenn du willst, du kannst auch hier sein. Du kannst hierher kommen. Das Böse ist, komm. Das Gute muss stark genug sein, dem Bösen zu widerstehen. Und ich denke, wenn man eine gute Balance hinkriegt und auch keine Angst vor dem Bösen hat, dann kann man ein gutes, gesundes Leben führen. Wie schützt du dich da vor dem Bösen? Selbstreflexion, mit Nachdenken, mit Zeit mit mir selbst verbringen. Und nicht nur Zeit mit mir selbst verbringen und dann nur auf Instagram mir Bilder angucken oder so, sondern wirklich nachdenken, überlegen, was für Dinge man getan hat, warum Dinge funktioniert haben oder Dinge nicht funktioniert haben, was man vielleicht an seinem Leben ändern kann oder sollte und Fortschritt macht, ein besseres Leben. Immer, es kann immer noch besser, noch schöner werden für die Leute um mich rum und für mich. Okay, los geht's. Wenn die Welt morgen untergeht, hab ich bis heute schon genug erlebt. Ich bin der Meinung, dass nichts für mich neu ist. Deshalb wäre es halb so schlimm, wenn mein letzter Tag heute ist. Du konzentrierst dich eigentlich mehr auf dich, nicht so auf diese Verschwörungstheoretiker und Theorien da, das gibt nichts. Ich habe mir das alles mal reingezogen, ich war da ganz tief drin, aber die Quintessenz davon ist doch eigentlich nur, die Welt oder was die Menschen aus der Welt gemacht haben, ist hässlich. Lass doch uns dann wenigstens den Teil, den wir verändern können, gut machen. Warum soll ich dann Teil von dem Hässlichen werden und die ganze Zeit sauer sein auf oh, die bösen Bankiers oder die bösen Illuminati oder sowas? Am Ende sind das YouTube-Videos, die dir auch nur Gedanken in deinen Kopf pflanzen. Genau wie Fernsehen, genau wie Nachrichten, genau wie Tageszeitung, genau wie Instagram. Wie wertvoll all diese Informationen sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Momentan bin ich auf Tour, hast jetzt ein paar Konzerte gehabt. Jetzt sind noch ein paar mehr dazugekommen, weil die ausgebucht waren. Management hat gut geplant, noch ein paar Shows reingeknallt, oder? Im Yuka sind wir zwei Tage hintereinander. Habe ich meine Jungs dabei, Petit Fré und Telsen. Esco ist auch da in Köln. Ein paar Legenden sind dabei. Bruder immer dabei, oder? Ja, bin ich in Köln, also wenn ich in der Nähe bin von Esco, wo der ist eigentlich immer am Start. Dein Backup-Rapper, oder hast du da, wen hast du als Backup-Rapper mitgenommen? Nee, ich hab keinen Backup-Rapper. Also Morten hat die ganze Zeit bei meiner Show ein Mic und macht Harmonien und sowas. Schön voll effektiert, dass es unten so ein Teppich ist unter meinem Rap oder unter meinem Gesang. Aber sonst so ein Backup direkt habe ich nicht. Mein DJ macht manchmal ein paar Geräusche und so. Und hast du früher andere Musik auch gehört? Kool Savas, Assa, Tido, Agro Berlin die ganze Zeit? Hab ich alles gehört, auf jeden Fall. Ich habe viel deutschen Rap gehört früher. Aber durch meinen Bruder und durch Max und irgendwie generell unser Umfeld habe ich halt auch viel Ami-Rap gehört und viel Down South, ABN, Trey Zero, 36 Mafia und solche Geschichten. Es war eigentlich immer eher der Einfluss von meinem Bruder. Ich habe mir nie so Gedanken gemacht von wegen, oh, okay, ich will jetzt Trap machen, sondern mein Bruder hat diese Beats gemacht und die anderen Leute in unserem Umfeld haben auch so eine Beats gemacht und das ist mein Sound, das ist unser Sound und so hat sich über die Zeit dann halt auch was entwickelt. Sehr eigenständig, finde ich. Du machst ja ganz viel alleine eigentlich, auch so ein bisschen Regie und so, oder? Ich sehe, da habe ich Video gesehen, schaust du für deinen Bruder, der schaut für dich. Also jeden Monat wieder Video rausknallen und immer weiterentwickeln.
ich wache morgens auf und denke daran, wie ich weitermachen kann, wie ich vorankommen kann. Entweder mache ich Musik oder ich mache irgendwas, was unsere Musik, mich oder unsere Firma oder unsere Plattform und alles, was ich und die Jungs um uns herum machen, voranbringt. Das Leben, wo du bist, das gehört zur Hälfte dir oder ist da eine gewisse Beteiligung oder gar nichts? Das gehört mir, meinem Bruder. Kommen da noch andere Rapper da auf dem Label, kommen da neue dazu oder hast du da schon noch ein paar gesigned? Wir sind kein klassisches Label, was so funktioniert, dass wir Künstler unter Vertrag nehmen und dann 3 Jahre mit denen arbeiten und hier noch ein Album und noch ein Album, sondern wir bieten eigentlich eine Plattform für die Leute um uns herum, ihre Musik rauszubringen und signen niemanden. Also jeder gibt sein Projekt ab und sein Projekt wird in den Vertrieb und ins Label reingeschickt und wir gucken, was wir dafür machen können. Aber es funktioniert kein bisschen so, dass wir auf der Suche sind, irgendwie neue Künstler zu sein. Ich merke, du bist von Herzens ein herzensguter Mensch eigentlich. Du machst da nicht so viele Gedanken, weil du hast ja viel Stress und hilfst dann noch einfach so, gibst und nimmst, oder? Ich weiß gar nicht, was ich so viel nehme oder gebe. Ich mache irgendwas und dann kommt was zurück die ganze Zeit. Ich probiere schon auch zu planen und habe so Ziele für was in ein paar Jahren sein soll oder was in einem Jahr sein soll, aber von heute bis heute Abend oder von heute bis Ende der Woche passiert sehr viel, einfach weil es passiert. Was ist so das Ziel fürs nächste Jahr? Mal gucken, was in der Schweiz geht. Wir haben ein paar Songs gemacht mit Schweizer Künstlern und so und vielleicht drehen wir die ein oder andere Hotbox mit einem Schweizer Künstler. Aber der Plan für nächstes Jahr ist auf jeden Fall einen fetten, immer ready Sampler rauszubringen und meine ganzen Jungs zu bündeln und ein paar geile Videos zu drehen. Ein paar schweizerdeutsche Ausdrücke, so Kuchirächtli, kannst du das sagen? Kuchirächtli. Ja gut, hast du nicht schlecht gesagt. Was heißt das? Wandschrank. Das ist wirklich Wandschrank. Das ist so ein Küchenschrank da oben in der kleinen... Einfach Wandschrank. Das verstehen dann die nicht, weißt du, da die im Berg oben, die haben spezielle, so Vreneli und Peter, oder? Da verstehe ich auch nicht viel. Ich denke nicht mal nach. Wenn ich einen Bau, lass mich lieber dran ziehen. Ich rauch wie von Karin. Ich hab nie gekocht, ich hab nie geschmissen. Alles, was ich rauche, sind fette Joints. Mache nur, was mir am besten liegt. Und es gibt nicht viel, was ich mich jetzt bereue. Heute Abend Exil, oder? Ja, Mann. Da geht die Party ab. 20 Uhr. 20 Uhr Showtime im Exil in Zürich mit Immer Ready, mit Holy Modi und Mord, mit DJ Rari Papi und meiner ganzen Bande. Und dann morgen geht's wieder nach Hause? Nee, morgen geht's noch nach Nürnberg, dann eine Woche nach Hause und dann kommt Köln, Frankfurt, Hannover, Münster, Saarbrücken, Hamburg, Leipzig, ein paar krasse Städte noch und vieles auch schon ausverkauft. Dann wieder ab in die Ferien? Nee, keine Ferien. Dann geht's nach Hause, Videos drehen zu meinem Mixtape, weil Ende des Jahres kommt ein Mixtape. Ich bin nächste Woche wieder hier auf der Kanner Trade. Ah, wirklich? Ja. Liebe Leute, Marvin Game in der Check, da bin ich im Exil, wird ganz brutal, Abriss pur, Sonne bleibt hoffentlich, peace out. Peace, bleibt gesund. Immer ready.